Ich will heute Abend einige Anmerkungen machen, nicht nur zum Rassismus, wie er in der Demokratie gang und gäbe ist, sondern auch zu denen sprechen, die sich als Antirassisten verstehen und die im Vorfeld dieser Veranstaltung ja auch die ein oder andere empörte E-Mail schon platziert haben, weil ihnen schon der Ankündigungstext nicht gefallen hat. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es gar nicht so sehr um die Frage geht, wie man Rassismus kritisiert, sondern dass womöglich die Uneinigkeit zwischen mir, ähnlich Denkenden und denen, die sich Antirassisten nennen, da anfängt, wo man zu bestimmen hätte, was Rassismus überhaupt ist. Was ich mit diesen dunklen Andeutungen meine, wird vielleicht im Laufe des Vortrags klarer. Ich will erst zum Rassismus in der Demokratie Anmerkungen machen, dann zum Antirassismus. Die Natur selbst hat den Neger zu seiner Knechtschaftslage bestimmt. Er hat die Stärke und ist kräftig zur Arbeit, aber die Natur, die ihm diese Stärke gab, verweigerte ihm sowohl den Verstand zum Regieren wie den Willen zur Arbeit. Und dieselbe Natur, die ihm den Willen zur Arbeit vorenthielt, gab ihm einen Herrn, diesen Willen zu erzwingen. New York Daily Tribune, 1858, so zitiert in Karl Marx, Das Kapital, dritter Band, Seite 399. So reden damals weiße Plantagenbesitzer in den US-Südstaaten. Dort gibt es eine Sklaverei. Die herrschende Gewalt hat die Menschen sortiert in eine weiße Herrenklasse, die den Grund besitzen, und in Sklaven, die gekauft werden, aus Afrika und sonst woher importiert werden und auf diesen Plantagen schuften. So ist das. Eine politische Gewalt sortiert die Menschen in zwei Klassen, in eine Herrenabteilung und in Sklaven. Das wird durch diesen kleinen Vortrag in der New York Tribune durch einen Rassismus gerechtfertigt. Es soll der Natur der Opfer geschuldet sein, wie die weiße Herrenklasse mit ihnen verfährt. Die Natur hat nämlich, so haben wir soeben erfahren, den Schwarzen den Willen zur Arbeit vorenthalten und zu allem Glück eine weiße Herrenklasse produziert, die den Schwarzen diesen Willen aufzwingt. Jetzt kann man der Natur sicher vieles nachsagen und was sie mit den Menschen so anstellt und an Eigenschaften hinterlässt. Die Natur wird am Individuum sowas wie Muskel, Skelettapparat, innere Organe und eine Hirnmasse hervorbringen. Aber den fehlenden Willen zur Arbeit als Naturprodukt zu stilisieren, ist schon merkwürdig. Denn was da fehlt, das Fehlende, das gar nicht vorhanden ist, kann man schlechterdings nicht als Produkt von Natur ansprechen. Aber auf diese negative Bestimmung legen diese Autoren Wert, weil in die Leerstelle, in diesen fehlenden Willen, der da der Natur angelastet wird, der weiße Herr einspringt. Er zwingt dem Neger auf, was ihm angeblich fehlt. Und damit das nicht als purer Gewaltapparat und Gewaltakt erscheint, wird eben dieser Vorgang selbst wieder aus Natur deduziert. Ebenso, dass gesagt wird, ja, die Natur hat ein doppeltes Spiel getrieben. Einen Schwarzen erschaffen, ohne Willen zur Arbeit, aber zum Glück daneben einen Weißen produziert, der ihm aufzwingt, was ihm fehlt. Auch das eine Merkwürdigkeit, weil Natur doppelt bestimmt vorkommt. Einerseits produziert sie dieses schwarze Wesen, das sich durch den angeblich fehlenden Willen zur Arbeit auszeichnet, empfindet offenbar ihr eigenes Produkt als Missgriff und nimmt eine Korrektur vor, sodass die Natur ganz im Widerruf zu ihrem ersten Produkt, so sehen Schwarze aus, die sie hervorbringt, eine weiße Figur schafft, die den Fehler der Natur ausmerzen soll. Natur schafft in dieser Denkungsart beides.
eine Missgeburt in den Augen dieser Leute zu produzieren, wie eine Korrektur hervorzubringen. Aber nicht am Schwarzen selbst, sodass der künftig mit Arbeitswillen rumläuft, sondern durch eine ewig daneben stehende weiße Herrenklasse, die die Schwarzen zur Arbeit zwingt. Das sind 3, 4 Fehlbestimmungen, die in dieser Betrachtung am Werk sind. Und das ist, was da vorgeführt wird, was man Rassismus nennt. Da findet erstens eine Sortierung von Menschen in Klassen statt durch eine herrschende Gewalt. Und zwar zweitens zum Zwecke ihrer Benutzung. Die Massen, die Unterdrückten, werden durch diese Herrschaft benutzt, auch gegen den Willen und zum Schaden dieser Objekte. Und eben dieses Verhältnis der Unterwerfung und Ausnutzung der Objekte wird als Entsprechung gegenüber ihrer Natur dargeboten, sodass es durch diese Brille betrachtet unkritisierbar wird. Denn Natur kann man nicht kritisieren. Das ist Rassismus, der jetzt schon fast 200 Jahre zurückliegt. Es gibt auch jüngere historische Beispiele, wo schon kapitalistisch verfasste Staaten mit Rassengesetzen operiert haben. Die Republik Südafrika ist ein Beispiel, in der es die Apartheidspolitik, die Abtrennung der Schwarzen per Gesetz gegeben hat, um sie zu billigen Lohnsklaven der besitzenden weißen Schicht zu machen. Es hat auch ein Nazi-Deutschland gegeben, unter Hitler, in dem die Rassentrennung nicht nach farblichen Gesichtspunkten zwischen Schwarz und Weiß verlaufen ist. Der hat eine Herrenrasse definiert, den Arier, daneben auch eine schädliche, im Volk vorhandene und zu bekämpfende Rasse, die Juden. Und er hat zur Natur des Ariers bestimmt, der Hitler, dass es in seinem Wesen liegt, sich für die Entfaltung der Art selbst aufzuopfern. Hat also quasi zur Natureigenschaft der von ihm angesprochenen Arier das gemacht, was der Hitlerstaat von denen verlangt hat, sich nämlich als Soldaten für die Vergrößerung deutscher Macht im Krieg zu schlagen und das Leben dreinzugeben. Auch das ist Rassismus, der sogar Rassengesetze gekannt hat. Mit diesen 3 Episoden fange ich mir wahrscheinlich ganz schnell Zustimmung ein. Denn dieser von mir skizzierte Rassismus stammt aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit einer Gesellschaft, die noch Sklaverei kennt, wie in den Anfängen Amerikas, oder aus der Apartheid-Politik oder aus dem Faschismus. Nur, und das ist jetzt meine erste These, die ich dem Folgenden vorwegstelle, auch in der Demokratie ist der Rassismus lebendig, nichts ewig Gestriges, der gehört notwendig zum Rechtsstaat und seiner Gleichbehandlung. Hat also nichts mit dem zu tun, das mal vorweggenommen an die Adresse derer, die sich als Antirassisten verstehen, mit einer Sortierung nach Schwarz und Weiß. Dieser Rassismus ist nicht der von mir gemeinte und angesprochene, sondern einer, der tatsächlich typisch, demokratisch und zum Rechtsstaat und seiner Marktwirtschaft dazugehörig ist. Das will ich an 2 Punkten zeigen. Es gibt mitten in der Demokratie einen Rassismus der Konkurrenz und es gibt mitten im aufgeklärten modernen Rechtsstaat einen Rassismus der Volksnatur. Dazu ein paar Erläuterungen. Ich weiß, dass meine erste Behauptung für manche Ohren unglaubwürdig klingt, wenn ich sage, mitten im demokratischen Rechtsstaat gibt es einen Rassismus. Dort, wo Gleichbehandlung herrscht. Dort, wo alle vor dem Gesetz gleich sind. So eine Behauptung stößt auf Befremden, weil sich etliche Zeitgenossen den Gedanken zu eigen machen, Gleichbehandlung
und Rassismus, das schließt einander aus. Das stimmt nicht. Natürlich, eine Sortierung nach Rassen findet in einem modernen Rechtsstaat nicht statt. Auch Schwarze oder Muslime dürfen bei uns in die Schule gehen und zur Arbeit. Es ist auch gar keine sortierende Instanz in Sicht, keine staatliche Behörde, die, sagen wir einmal, Professorenkinder wieder in eine Unikarriere einweist und die Kinder von sozial schwachen oder Hartz-IV-Haushalten in die Hauptschule steckt und am Fließband verstaut. So ist das nicht. Dennoch, unübersehbar, in der Demokratie und Marktwirtschaft stellt sich eine Sortierung ein. Alle bemühen sich um Bildungserfolg in der Schule. Und das Ergebnis ist eine Hierarchie von Ungebildeten und Gebildeten, von Masse und Elite. Alle bemühen sich in einer freien Marktwirtschaft um dasselbe, um eine Arbeitsstelle, um Gelderwerb, um Einkommen. Und dennoch unübersehbar, es gibt eine Hierarchie zwischen Armen und Reichen. Warum? Das ist meine Behauptung. Das ist das Werk, das sich vollzieht unter gleichen Rechten. Das ist das Ergebnis, das sich einstellt, wenn man in dieser Gesellschaft alle Menschen einer Gleichbehandlung als Prämisse für ihre Konkurrenz unterzieht. Gleichbehandlung auf dem Feld der Bildung ist, auch wenn es in manchen Ohren so klingt, nichts Gutes. Gleichbehandlung bedeutet in der Schule, alle Schüler sollen das gleiche Pensum in der gleichen Zeit lernen. Und geht darüber hinweg, dass die Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen. Da weiß ein Zahnarztsohn womöglich schon viel mehr über Alphabet und Zahlen als ein Knirps, der aus einer Hartz-IV-Familie kommt. Die Menschen haben unterschiedliche geistige Voraussetzungen und Talente. Der eine lernt schneller, der andere langsamer. Ist auch nicht schlimm. Nur, alle unter den Maßstab zu beugen, ihr werdet gleich behandelt. Jeder muss in derselben Zeit denselben Stoff intus haben. Das bringt notwendig Unterschiede hervor. Die Langsamen wissen am Ende weniger. Und wer länger weniger weiß, weiß am Ende noch viel weniger. Und es sind Unterschiede, die gewollt sind. Die werden, wenn sie in Klassenarbeiten und in Prüfungen aufgedeckt werden, ja nicht zu dem Zweck aufgedeckt, dass sie behoben werden, sondern die werden sanktioniert mit Noten, die schlechten Ergebnisse mit schlechten Noten, sodass man das Kuriosum vor sich hat bei uns. Die, die am wenigsten wissen, die also Bildung am nötigsten hätten, die sind am weitestgehenden von weiterer Bildung ausgeschlossen und müssen am Ende die Anstalt vorher verlassen, dringen erst gar nicht vor bis in die gymnasialen Zweige und so fort. Es wird auf diese Weise gewolltermaßen eine Bildungshierarchie erzeugt, wo die Leute unterschiedliche Zertifikate am Ende besitzen. Den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, das Abi, den Uni-Abschluss und so fort. Da findet durch diese Art von Bildungshierarchie eine Vorsortierung der Menschen statt für eine berufliche Hierarchie, in die sie dann eintreten, wenn sie am Arbeitsmarkt antreten und sich um einen Job, um Auskommen bemühen. Denn so viel ist klar. Als Inhaber eines Hauptschulzeugnisses, da bewirbt man sich einfach nicht um den Vorstandsposten bei der Deutschen Bank. Und umgekehrt, die Elitepositionen bei Politik und Wirtschaft werden eben besetzt
unter Auslese von Figuren, die auf dieser Etage der Konkurrenz zugelassen sind, ausweislich ihrer Universitätsabschlüsse oder Promotionen oder Habilitationen. So ist das. Das will der Staat so haben, dass mit dieser Bildungshierarchie eine Vorsortierung des Menschenmaterials für eine Berufshierarchie stattfindet. Und insofern liegt da auch gar nicht, weil diese Unterschiede ein Erzeugnis sind, so etwas vor wie ein bloßer Nachvollzug dessen, was die Menschen quasi natürlich als Talent mit sich herumschleppen. Sodass man sagen könnte, das ist eben nur das Abbild der abgestuften Anlagen, das sich da zeigt in den verschiedenen Schulabschlüssen. Der Staat selber kann sowas dementieren. Seine Bildungspolitik hat Konjunkturen. Es hat mal Phasen gegeben, da hieß die Parole Bildungsreserven ausschöpfen. Da hat er einfach mehr gebildete Leute für seine neuen Ingenieurberufe und andere Elitefunktionen gewollt und schon mussten Haufen von Arbeiterkinder an die Uni oder ihnen wurde der Zugang gewährt, Bildungsreserven ausschöpfen. In anderen Phasen heißt die Parole mehr Eliteförderung ist in, Deutschland braucht mehr Nobelpreisträger, dann wird diese Abteilung gefördert. Es gibt also auf diesem Feld der Bildung eine Hierarchie, die staatlich gewollt ist und durch die Art, wie das ganze Bildungssystem konstruiert ist, hervorgebracht wird. Gleichbehandlung findet nicht nur in diesem Feld statt. Die Gleichbehandlung gilt auch grundsätzlich und im Prinzip auf dem Feld des Erwerbslebens. Eine Marktwirtschaft hält sich viel darauf zugute, dass da bei uns jeder frei ist, seinen Erfolg zu suchen. Möglichst gute Jobs finden, um möglichst viel Geld zu verdienen. Jeder darf sich um Auskommen bemühen. Er muss es aber auch. Ein Staat, der eine gesellschaftliche Arbeitsteilung planen würde, jedem das Seine hinterher zukommen lässt, was erarbeitet wurde, so eine gesellschaftliche Art, um die Versorgung sich zu bemühen, gibt es bei uns nicht. Jeder darf, muss sich aber auch um Einkommen kümmern. Und zwar mit dem Eigentum, das er hat oder auch nicht hat. Der Staat schützt nicht nur die Freiheit der Person, sich um ihren Erfolg zu mühen. Der schützt auch die Mittel, die einer hat oder nicht hat, das Eigentum. Mit dem muss man in der Konkurrenz wuchern und schauen, was daraus zu machen ist. Wer kein Eigentum hat, bekommt keines zugeteilt. Geschützt wird das, was einer hat. Zuteilung ist die Sache dieses Staates nicht. Und die Gleichbehandlung vor diesem Maßstab, die Freiheit der Person, müht euch um euren Erfolg, und zwar mit den Mitteln, die ihr als Eigentümer habt. Diese Prämisse, Gleichbehandlung vor dem Maßstab Eigentum, die führt dazu, unweigerlich, dass die Menschen auseinandersortiert werden in zwei Klassen. Auch wenn der Begriff heute verpönt ist, es sind und bleiben zwei Klassen. Da gibt es welche, die müssen am Samstag in die Stellenanzeigen gucken, weil sie einen Job suchen. Und die stellen die Frage, wo finde ich einen Unternehmer, den ich mit meiner Arbeitskraft bereichern kann? Wenn sie nämlich keinen finden, können sie gleich gar nicht zu Werke gehen, weil Instrumente, Arbeitsmittel, Gegenstände, mit denen man sich selbst um seinen Unterhalt kümmern könnte, hat die Menschheit nicht. Sie muss Geld verdienen, reproduziert sich nicht mehr aus eigenen Stücken mit einem Flecken Acker hinter dem Haus. Sie muss Geld verdienen, und zwar dadurch, dass sie andere, die Eigentum haben, dass sie selber nicht verzehren, reicher machen. Unternehmer eben, die eine Fabrikanlage besitzen, oder auch nur Vermögende, die ein reiches Vermögen geerbt haben und das geschäftlich in solche Anlagen investieren. Schon hat man in der Welt der Gleichbehandlung eine Zweiteilung der Menschheit in zwei Klassen vor sich. Das macht ein Staat deswegen, weil er das für zweckmäßig hält. Das ist nämlich für den Zweck des kapitalistischen Wachstums, das jedermann am Herzen liegen soll, gemäß. Und dieses Wachstum will ein Staat, weil auch er davon lebt. Er greift über die Steuern das Seinige vom Geldeinkommen ab. Dafür ist es
entsprechend, passend, dass er ein Bildungswesen organisiert, das nach Qualität wie Quantität vorsortiertes Menschenmaterial abliefert, aus dem sich dann der betriebliche Bedarf bedienen kann. Und beim Menschenmaterial soll man das nicht jetzt für meinen Zynismus halten, dass ich so rede. Das ist der Objektive und der trägt sich sogar so vor und gibt sich nur vornehmer, indem er meinen Begriff lateinisch ausdrückt. Humanressource. Das ist das lateinische Wort für Menschenmaterial. Das will also ein Staat. Ein vorsortiertes, durch Gleichbehandlung in hierarchische Stufen zerlegtes Menschenmaterial, das den Bildungsraum verlässt und dann für die verschiedenen kapitalistischen Bedarfe, vom Hilfsarbeiter über den Fließbandarbeiter, über den Ingenieur zum BWL-Personalchef, das passende vorgebildete Menschenmaterial abliefert. Was dafür taugt, für die Besetzung dieser kapitalistischen Stellen und Funktionen, das will ein Staat so haben, soll durch die Konkurrenz dieser Leute ermittelt werden, in die sie in die Schule eintreten und später dann am Arbeitsmarkt. Und nicht, um es mal abzugrenzen, nicht durch eine Vorsortierung der Menschen vor aller Konkurrenz. Ein Staat will keine Rassengesetze, die vor aller Konkurrenz sagen, die mit der langen Nase werden Hilfsarbeiter und die mit der kurzen Nase werden Bürovorsteher. Das will er nicht. Nicht, weil er humanistische Anwandlungen hätte, sondern weil ein moderner Staat, der auf kapitalistisches Wachstum aus ist, auf dem Standpunkt steht, die geschäftliche Tauglichkeit der Figuren, um die es doch geht, am Band genauso wie am Büro oder am Reißbrett, die entscheidet sich nicht an der Hautfarbe, an der Ethnie, an der Religion des Trägers dieser Qualifikation. Er will von allem immer die Tauglichen und Passenden und Besten. Das soll die Konkurrenz herauskämpfen. Und insofern ist das ganze Verfahren der Gleichbehandlung ein Kunstgriff, von dem man sagen müsste, wäre er so je an einem grünen Tisch geplant worden, müsste man ihn perfide nennen. Der Staat selber tritt nämlich gar nicht als eine auslesende Instanz auf. Er diktiert bloß die gesellschaftlich gültigen Bedingungen, Geld, Eigentum. Er diktiert die Bedingungen, die ganz von selbst dafür sorgen, dass die Leute gar nicht anders können, als sich in ihrem Konkurrenzkampf auseinanderzusortieren. In Arme und Reiche, in welche ohne und mit Eigentum, in Gebildete und Ungebildete. Die Konkurrenz, die der Staat unter dieser Prämisse Gleichbehandlung veranstalten lässt, in Bildung wie Arbeitsmarkt. Die Konkurrenz wird zur Auslese, und zwar durch die Tat der Ausgelesenen, weil das unter dieser Bedingung, die der Staat ihnen setzt, gar nicht anders geht. Das ist so in unserer Gesellschaft und das ist schlimm genug. Aber das ganze Prozedere wie Ergebnis, das wird in unserer Gesellschaft auch noch rassistisch gedeutet. Nämlich so. Zu dem ganzen von mir skizzierten Vorgang wird gesagt, das alles folgt aus der Menschennatur und entspricht ihr komplett. Inwiefern? Der erste Lehrsatz, den wir alle gelernt haben, im Sozialkundeunterricht oder Ethikunterricht: Die Menschen sind alle gleich. Das ist so ein Postulat über die Natur des Menschen, nicht über diese oder jene Rasse, diese oder jene Ethnie, sondern überhaupt über den Homo sapiens. Die Menschen sind alle gleich. Das ist zwar ein Satz, nimmt man ihn wörtlich, der ist pur kontrafaktisch. Schaut euch um, wer ist denn hier schon gleich? Die Menschen sind alle gleich. Da wird eine Gleichheit von Natur postuliert, die ernst genommen bloß lächerlich ist, die aber wegen der Folgerung, die daraus gezogen werden soll,
akzeptiert ist. Die Menschen sind gleich, also haben sie gleiche Rechte, also müssen sie gleich behandelt werden. Mit dem Postulat der Gleichheit der Menschennatur wird also der Modus der Sortierung der Menschen zur Vollstreckung menschlicher Natur. Man sagt, ja, dass die Leute gleich behandelt werden, in Schule wie Beruf, in ihrem ewigen Kampf ums Auskommen. Das entspricht genau ihrer Natur, weil sie sind ja von Natur aus gleich. Und um das Ergebnis dieser immerwährenden Konkurrenz zu adeln, folgt der Widerruf dieses Satzes. Wir haben nämlich nicht bloß lernen müssen, die Menschen sind alle gleich, sondern wir haben auch das zweite Theorem lernen müssen, die Menschen haben völlig verschiedene Anlagen. Zunächst einmal auffälliger, Satz 2 ist der komplette Widerspruch gegen Satz 1, zu sagen, alle Menschen sind gleich und dann nachzuschieben und sie sind völlig verschieden, weil sie völlig verschiedene Anlagen haben, behauptet die Ungleichheit. Ja, warum? Weil man sagen will, die Naturgleichheit, die wollen wir behauptet haben, um das Verfahren zu adeln. Alle werden unter die Voraussetzung der Gleichbehandlung gestellt. Aber die Naturverschiedenheit müssen wir postulieren, um das Ergebnis zu rechtfertigen. Die machen ja alle das Gleiche, aber es kommen ganz verschiedene Ergebnisse raus. Gebildete und Ungebildete, Arme und Reiche. Das wird den angeblich verschiedenen Naturanlagen zur Last gelegt oder gut geschrieben. Je nachdem. Das ist ein Rassismus mitten in der Demokratie, der nichts zu tun hat mit Schwarz-Weiß, Arier, Jude, sondern da wird ein Rassismus quasi universell vorgetragen, indem er gleich als Eigenschaft des Menschen schlechthin behauptet wird. Der Mensch ist mit anderen gleich und die Menschen sind völlig verschieden. Zwei völlig kontradiktorische Behauptungen um das Verfahren wie das Ergebnis gleichermaßen rechtfertigen zu können. Um zum Prinzip dieser ganzen rassistischen Argumentation nur das Wenigste zu sagen. Die Natur ist die Voraussetzung für alle Zwecke. Die Natur in dem Sinn, wie bin ich körperlich beieinander? Bin ich stark? Bin ich schwach? Weiß ich viel? Weiß ich wenig? Wenn man das überhaupt noch in den Bereich einordnen mag. Die Natur ist Voraussetzung für alle Zwecke, die Gesundheit, die Physis. Aber aus ihr folgt überhaupt kein Zweck. Aus dem Umstand, dass alle Menschen Arme und Beine, Extremitäten haben, folgt überhaupt nicht, ob sie kickern, arbeiten oder sich an den PC setzen. Welcher Gebrauch davon gemacht wird, das ist ihre Willensleistung. Keine Gabe, die mit der Natur verabreicht wäre. Alle Menschen haben eine Hirnmasse, die kann man wirklich noch unter dem Mikroskop sehen und sezieren. Aber welchen Gebrauch ein Mensch davon macht, das ist seine Tat, das ist nicht mit der Hirnmasse entschieden. Sonst gäbe es nämlich gar nicht die vielen Kontroversen, die die Menschen untereinander austragen, wo sie über ein und denselben Sachverhalt, alle im Besitz einer Hirnmasse, zu ganz unterschiedlichen, bisweilen auch gegensätzlichen Urteile kommen. Das ist der ganze Unfug der Behauptung, die Natur aufzurufen als Grund und Quelle für Verfahren und Ergebnisse, die bloß durch den Zugriff eines hoheitlichen Willens mit dieser Natur zustande gebracht werden. Die Leistung davon ist klar. Man dokumentiert auf diese Weise nicht nur, dass man diese Verhältnisse extrem lieb hat, denn sonst hat man keine Lust dazu, die auch noch als das Natürlichste von der Welt, also als quasi Unumstößliches darzutun. Man macht mit der Weise auch Schluss mit jeder Form von Kritik. Denn wenn ich behaupte, das ist natürlich, wie hier verfahren wird, in der Schule mit den Schülern, in der Fabrik mit den Arbeitern, dann hat jede Kritik ihr Recht verloren, denn wenn das alles aus Natur folgt und ihr entspricht, dann ist Kritik
sinnlos, weil Natur nicht kritisierbar ist. Die ist, wie sie ist. Rassismus der Volksnatur. Ein zweites Kronjuwel aus dem aufgeklärten Denken der Demokratien. Der Staat kennt nicht nur in der Wirtschaft die Humanressource, die Bürger, die ihm unterworfen sind, sind ein Volk. Die sind auch noch Staatsbürger, nicht bloß geldverdienende Bürger. Ein Volk. Ja, wodurch definiert sich ein Volk? Wer gehört alles zum Volk? Zunächst einmal ist die erste und elementare Bestimmung, wer Volk ist, ist definiert durch die Reichweite der Macht des Staates, der Leute zu einem Volk versammelt. Ein Staat hat Macht über Gelände und über das lebendige Inventar auf dem Gelände, und das lebendige Inventar wird durch den Zugriff der Macht Volk. Wem das zu theoretisch klingt, dem biete ich eine Verlaufsform aus der Erfahrung an. Das ist das maßgebliche Kriterium, und das zeigt sich an gelegentlichen Verschiebungen nach Kriegen nämlich. Wenn Staaten sich um die Reichweite ihrer Macht geschlagen haben, dann kann es passieren, dass die Leute, die im Elsass wohnen, für einige Jahrzehnte Deutsche sind. Dann sind sie für einige Jahrzehnte Franzosen und dann wieder für einige Jahrzehnte Deutsche. Wer heute auf dem Balkan lebt, der war bis vor 20 oder 30 Jahren Bürger, Volksmitglied eines Gesamtjugoslawien. Heute ist er vielleicht Slowene oder Kroate. Das entscheidet sich pur an der Machtkonkurrenz von Staaten. Die entscheidet, wie weit die Macht eines jeden reicht und wer deswegen dazugehört. Das ist Volk. Und es hat mit Natur nur so viel zu tun. Der Staat knüpft für die Zuweisung der Volkszugehörigkeit an einen natürlichen Akt an, der für sich genommen gar nichts in Richtung Volk bestimmt. Er knüpft nämlich an die Geburt. Das ist wirklich ein biologischer Vorgang, ein Naturvorgang. Er knüpft an Geburt, und auch das noch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Staaten sich in dieser Frage ihr Vorgehen zurechtlegen. Es gibt Staaten, da gilt das sogenannte Jus Solis, das Recht des Bodens, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wer auf dem Solis, wer auf dem Boden Amerikas geboren ist, ist automatisch amerikanischer Staatsbürger, egal welchen Pass die Eltern besitzen. Umgekehrt in Deutschland, da gilt es Jus Sanguinis, mit gewissen Veränderungen aus der Neuzeit, aber die sollen jetzt keine Rolle spielen. Da gilt, wenn in den Adern eines Neugeborenen das Blut zweier Eltern mit deutschem Pass fließt, egal auf welchem Boden der Kleine geboren wurde, dann ist das ein Deutscher. Also an der Reichweite der Macht entscheidet sich, wer zu einem Volk gehört und wer nicht. Was aber die Demokratie über diesen harten, aber auch banalen Akt über das Volk und seine wahre Identität in Umlauf setzt, das hat das Zeug zu einem Rassismus zweiter Art. Was haben wir da alles lernen müssen? Was macht uns zu einem Volk der Deutschen? Die gemeinsame Sprache, haben uns Lehrer erzählt. Sprache, das ist ein Kommunikationsmittel. Durch Sprache verständigen sich Leute. Ein Kommunikationsmittel, von dem man nicht einmal sagen könnte, dass es Gemeinsamkeit unbedingt stiftet. Man kann sich ja auch in ein und derselben Sprache schwer streiten. Das schaffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer täglich. Das stiftet nicht einmal Gemeinsamkeit, aber schon gar nicht eine staatliche Gemeinsamkeit.
mag ja sein, dass manche Leute denken, diese Sprache ist schön, es macht mir Spaß, sie zu lernen. Dann mögen die einen Verein zur Pflege der deutschen Sprache gründen, aber da ist ja immerhin der Eintritt noch frei und der Austritt auch, wie im Kegelclub. Das ist beim Staat gar nicht so. Da kann man nicht ein- und austreten. Und wenn wirklich die Sprache das einigende Band wäre, was das Volk zum Volk macht, naja, dann sähe die Landkarte aus wie ein Flickenteppich. Dann wäre Mallorca deutsch und Gelsenkirchen polnisch, weil da so viele Polacken leben. Kultur ist uns mitgeteilt worden. Das macht das Volk der Deutschen aus. Goethe, Beethoven. Das soll Figuren einen, die am Ende womöglich die beiden genannten Kulturgrößen gar nicht mögen, vielleicht nicht einmal kennen. Das soll die Einigkeit sein. Hitler hat es am weitesten gebracht. Nämlich mit dem Argument, das, was uns als Deutsche eint, das ist das Blut. Blut und Boden. Alle vom selben Blut. Und die Vorstellung muss man einmal ernst nehmen. Der denkt nämlich, das Staatsvolk wie eine überdehnte familiäre Bande, alle aus demselben Blut, sodass der gesamte staatliche Gewaltverband wie ein Naturprodukt dastehen soll, wörtlich genommen. Jetzt ist es zwar schon im engeren familiären Kreis, wo diese Blutsbande wirklich existiert, ein sträfliches Gerücht, dass dort Einigkeit und Eintracht herrscht, spätestens an Weihnachten widerlegt. Aber die Vorstellung wird damit transportiert, dass die wirkliche Einigkeit durch Blut verbürgt ist und das bedeutet, eine dem Willen entzogene, über ihm stehende Einheit verbirgt, unkaputtbar ist, nicht angekränkelt werden kann durch Zweifel und Einspruch. Das Bild von dem Blut, das ist heutzutage verpönt, aber der Gedanke überhaupt nicht. Noch der Bundespräsident Herzog hat den Deutschen ins Stammbuch geschrieben, sie sollten sich mal als Schicksalsgemeinschaft begreifen. Auch das ist der Gedanke, dass die, die da qua Pass überreicht durch einen Staat, der den Leuten den Stempel aufdrückt, seine zu sein, auch das ist eine Vorstellung vom Schicksal, dass eine über den Menschen stehende Macht sie zu dem zusammengefügt hat, was erst durch den staatlichen Zugriff seine reelle Existenz bekommt. Das ist die Quintessenz dessen, was man da über das Volk und seine eigentliche Identität lernt. Man soll sich Volk denken als eine vorstaatliche, quasi natürliche Einheit, die nicht durch den Staat zusammengezwungen worden ist, sondern vor ihm existiert, aber erst durch ihn ihren realen, würdigen Ausdruck bekommt. Es wird der Zugriff einer staatlichen Gewalt auf ihr Menschenmaterial, dem der Stempel eines Volkes aufgedrückt wird, mit Rechten und Pflichten, vorgestellt wie ein Akt der Natur derer, die so behandelt werden. Das hat eine ausgrenzende Seite, wenn ich sage, Deutsch ist man von Natur aus, dann gehören nämlich alle anderen Fremden, die nicht diesem deutschen Volk zugeordnet sind, weil sie jenseits der Grenze wohnen, dazu nicht. Die sind von anderer Art, von einer anderen Natur, können also auch dazu nicht gehören. Das hat diese ausgrenzende Seite und es hat eine innere Seite. Wenn alle Deutschen von derselben Art sind, aus einem Holz geschnitzt sind, derselben Natur angehören, dann zeichnet sie wirklich eine Identität aus. Alle Gegensätze, die täglich zwischen Menschen ausgetragen werden, am Arbeitsplatz, beim Kaufen und Verkaufen, zwischen Mieter und Vermieter, die haben zu schweigen,
hinter diesem Postulat als Volksgenossen sind sie eine einheitliche Natur von derselben Art und zusammengehörig. Und der Staat, der diesen Zusammenhang pflegt, der gehört gewissermaßen als Artenpfleger dieser Natur ihr an. Das ist ein Rassismus der Volksnatur mitten in der Demokratie, der schwarz und weiß, katholisch und evangelisch und andere heutzutage nicht mehr zulässige Kriterien nicht braucht und nicht bemüht. Aber so eine rassistische Überhöhung von Volk, alle aus demselben Holz geschnitzt, von einer Natur, so was schätzt ein Staat. Das ist nämlich mehr, so zu denken und am Ende so zu empfinden, als Parteiname für einen Staat. Es ist sowas wie Parteilichkeit als zweiter Natur. Parteiname, das hat immer noch das theoretische Moment an sich, dass Menschen anfangen, rechnen zu wollen. Was bietet der Staat an Vorteilen, womöglich an Nachteilen, sodass sie im Ergebnis einer Kalkulation womöglich zu einem Zuspruch gelangen. Ja, für diesen Staat bin ich. Aber dem liegt ja auch irgendwie schon der Zweifel zugrunde, dass wenn die Rechnung anders ausgeht, auch das Ja entzogen werden könnte. Parteilichkeit, Keit ist Eigenschaft im Deutschen, ja? Keit, Parteilichkeit will sagen, das ist dem Menschen eigen, ungefähr so wie seine Haare und seine Extremitäten, für diesen Staat zu sein. Und so ein Volk schätzt einen Staat. Denn so ein Volk, ob Finanzkrise oder Afghanistankrieg, so ein Volk geht mit seinem Staat durch dick und dünn. So wird gedacht, mitten in der Demokratie, es gibt einen Rassismus der Konkurrenz. Dort streben die Menschen nach ihrem Erfolg, in der Bildung wie am Arbeitsmarkt. Und die jeweiligen Positionen, auf die es sie verschlägt, die im Kapitalismus präformiert vorliegen, die erklärt man sich aus den unterschiedlichen Anlagen, die die Menschen mitbringen und die bloß ihr Abbild finden in dieser Hierarchie. Und als Volk sind sie eine zusammengehörige Art, die über diese Unterschiede hinweg Einigkeit von Natur aus mit sich bringt. Dieses Denken, das ist nicht nur in der Demokratie gang und gäbe, sondern diesem Denken wohnt der Umschlag in Fahndung und Gewalt inne. Wenn ich nämlich den Gedanken mitgemacht habe, in all seiner Verkehrtheit, den wirtschaftlichen Existenzkampf und die Hierarchie der Positionen, die daraus hervorgeht, als Menschennatur, als der Natur zugehöriges Produkt aufzufassen. Wenn ich es akzeptiert habe, das Volk als eine eigene natürliche Art aufzufassen, zu der andere Arten nicht dazugehören können, dann denke ich mir das gesamte wirtschaftliche wie politische Leben einer Nation als eine natürliche, also auch harmonische Ordnung. Eine natürliche, harmonische Ordnung. Und für diesen Gedanken liegt es nahe, jede Schädigung oder das, was dafür gehalten wird, auf eine schädliche, fremde Natur zurückzuführen. Und der Rassist, der so denkt, wird mit diesem Übergang fündig, und zwar bei Inländern wie bei Ausländern. Um mit den Inländern anzufangen, auch das gibt es, wie man hört, bei diesen verschiedenen antirassistischen Komitees. Obdachlose werden hart angegangen, verprügelt, oft auch totgeschlagen. Obdachlose sind vom Standpunkt des rassistischen Denkens ein Missgriff im Volkskörper, eigentlich ein Fremdkörper. Denn wer rassistisch über die ganze Wirtschafts- wie Staatsordnung denkt, der steht auf dem Standpunkt, die Ergebnisse, die die Menschen in ihrer Konkurrenz erzielen,
die sind ja die Folge natürlicher Anlageunterschiede. Für den Gedanken ist es naheliegend und konsequent zu sagen, wen der Kapitalismus in den Status des Unnützen versetzt, der wird eben nicht gebraucht, der Kerl. Kein Unternehmer will ihn. Der ist nicht bloß in den Status des Unnützen versetzt, der ist ein Unnützer. Der hat offenbar gar nicht das Zeug dazu, der hat gar nicht die Anlagen, dass aus ihm etwas Gutes wird. Man deduziert also das, was dem Obdachlosen angetan wird, der nicht gebraucht wird, deswegen keinen Lohn bezieht, aus einer angeblichen Natur des Opfers. Der ist unnütz. Ja, und wenn er dennoch lebt, wie kann einer leben, der nichts beiträgt zum gesellschaftlichen Ertrag, von dem gelebt werden muss? Das muss ein Schmarotzer sein. Und schon hat man beide Urteile zusammen. Ein Nutzloser ist es, der dennoch lebt, also schmarotzt. Fertig ist die rassistische Logik über die Verlierer der Konkurrenz auf ihrer untersten Stufenleiter. Fremde, da kommen die Ausländer in den Blick, stehlen uns Arbeitsplatz und Wohnraum, erfährt man. Auch wenn sie das gar nicht können. Man kann gar keinen Arbeitsplatz nehmen und vortragen und irgendwo hin verstauen und stehlen. Wenn man es aber nicht so blumig bildlich auffasst, ist es auch gar nicht wahr, dass weil um einen Arbeitsplatz konkurriert wird zwischen, sagen wir mal, einem Türken und einem Deutschen, dann, wenn der Türke den Zuschlag bekäme, er der Schuldige dafür ist, dass der Deutsche leer ausgeht. Es gibt nur einen Arbeitsplatz, da ist einer zu viel und wer zu viel ist, bestimmt der, der den Arbeitsplatz vergibt und nicht das Objekt, das ausgewählt wird. Das ist das Fingieren eines materialistischen Schadens. Und es gibt eine Kategorie, da merkt man, in Wirklichkeit wird der Schaden auch gar nicht da angesiedelt, dass man selber einen Ertrag nicht bekommt, den der andere heimträgt. Es gibt nämlich das Wort der Überfremdung. Man zeigt auf Ausländer und sagt, das ist Überfremdung. Damit legt man nicht mehr dem Fremden einen Schaden zur Last, sondern man sagt, das Fremdsein ist der Schaden. Deswegen ist, wenn die auch noch im Plural, in der Mehrzahl auftreten, der Schaden umso größer. Nicht, weil Fremde einen Schaden machen, sondern weil Fremdsein der Schaden ist. Also haben wir zwei Befunde in Bezug auf den Obdachlosen wie in Bezug auf den Ausländer, wo ein rassistisch denkender, demokratisch ausgebildeter Volksgenosse sich sagt, das sind zwei Fremdkörper in unserem Volkskörper. Und wenn der Staat, dessen Aufgabe das eigentlich ist, den Volkskörper reinzuhalten, diese Aufgabe schuldig bleibt, dann müssen wir selbst Hand anlegen. Und wenn wir schon ermittelt haben, dass diese beiden Figuren, der Obdachlose, der einfach keine Anlagen hat, um etwas Nützliches beizutragen, und der Fremde, der seiner ganzen Art wegen in unsere Art gar nicht hineinpasst, wenn die sich dennoch hier breit machen, dann muss man die vertreiben oder ausmerzen. Deren Natur ist mit dieser Ordnung, die wir uns als natürliche zurechtgelegt haben, unverträglich. Und wenn es deren Natur ist, dann können sie notwendig nicht Gegenstand von Kritik sein. Das würde ja Veränderung unterstellen. Natur aber kann man nicht kritisieren. Die kann man nur vertreiben oder ausmerzen. Und so führen die sich auf. Das waren zwei Beispiele aus dem rassistischen Denken in der Demokratie. Dass solche fehlerhaften Gedanken, wie ich sie versucht habe anzureißen, überzeugen, rührt nicht daher, dass sie so furchtbar überzeugend sind.
Es ist das Einverständnis mit den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen, das vorausgehen muss, damit einem dieser Rückschluss in Anführungszeichen auf Natur überzeugend vorkommt. Erst das Einverständnis mit dem ganzen Betrieb, in dem wir leben, macht die ganze Veredelung durch die Natur überzeugend und einleuchtend, und nur solche Leute haben auch das Bedürfnis, sich die Welt, in der sie leben, auch noch als eine quasi harmonische, natürliche Ordnung zurechtzulegen. Wie dieses Einverständnis von Staatsbürgern zustande kommt, ist ein Kapitel für sich, hatte ich mir auch vorgemerkt, will ich aber zunächst einmal in Klammern setzen und übergehen und mich dem zweiten Teil, dem Antirassismus, zuwenden, weil ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt in diesem Kreis bekannt geworden ist, im Vorfeld dieser Veranstaltung auch einige böse Briefe im Internet veröffentlicht worden sind. Briefe, E-Mails, die sich beziehen auf die Ankündigung dieser Veranstaltung und die sehr empört sind, und auf diesen Brief und seine wichtigen Argumente möchte ich gleich zu sprechen kommen. Und wenn der oder die Autoren zufällig oder auch nicht zufällig anwesend sind, können wir uns ja auch über die Einwände wechselseitig verständigen. Also zum Antirassismus. Bevor ich auf diese Briefe eingehe, einige Bestimmungen vorweg. Dass Leute am Rassismus, den ich versucht habe darzulegen, an seiner Gewalttätigkeit Anstoß nehmen, das finde ich sehr verständlich. Wie sie das tun, finde ich aber ärgerlich, und es legt auch den Verdacht nahe, dass die, die sich da mit dem Rassismus anlegen, gar nicht wissen, was er ist. Auf einer Plattform von Antirassisten, bei Wikipedia, stellt sich diese Richtung vor und sagt über sich: Ziele sind Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen und das Verhindern jeder Diskriminierung. Was ist Diskriminierung? Diskriminierung ist in den Augen dieser Antirassisten eine Abweichung vom anerkannten Maßstab der Gleichbehandlung. Sie meinen, Diskriminierung liegt dann vor, wenn die zugesagte Gleichbehandlung der Menschen durch irgendeine Weise verletzt wird, zum Beispiel dadurch, dass man Menschen anderer ethnischer Herkunft, Kosovaren, anderer Hautfarbe, Schwarze, oder anderer Religion, Muslime, schlecht macht, ihnen Anerkennung versagt. Das gilt ihnen als Inhalt von Diskriminierung. Diskriminierung sei die Abweichung vom anerkannten Maßstab der Gleichbehandlung. Diese Leute haben das Entscheidende verpasst. Das, von dem dann nicht abgewichen werden soll, Gleichbehandlung, ist Diskriminierung. Gleichbehandlung ist Diskriminierung. Dargestellt in meinem kurzen Vortrag dahingehend, dass alle Menschen in der Schule später dann vor Geld und Eigentum gleich zu behandeln, notwendig die Unterschiede und Gegensätze erzeugt, auf die es ankommt im Kapitalismus. Gebildete und Ungebildete, Arme und Reiche. Kapitalisten und Proletarier, hätte ein alter marxistischer Knochen gesagt. Gleichbehandlung ist Diskriminierung, nämlich vor dem Maßstab Geld und Eigentum in solche und solche. Nur, diese Diskriminierung
heißt in dieser Gesellschaft nicht so, weil diese Diskriminierung die staatlich gewollte und die rechtlich sanktionierte ist. Diskriminierung in unserer Gesellschaft heißt nur die staatlich nicht gewollte Scheidung, also eine solche nach Rasse, Religion oder Herkunft. Das ist ein schwerwiegender Fehler, sich diesem Standpunkt anzuschließen. Denn für diese Antirassisten, die so denken, gilt, der Rassismus ist für sie gar nicht mehr das, was er seinem Inhalt nach wirklich ist, nämlich die nachträgliche Naturalisierung der geachteten Sortierung in dieser Gesellschaft, vollzogen durch den Rechtsstaat und seine Gleichbehandlung. Dass man sagt, wo es die Menschen hin verschlägt, oben und unten, arm oder reich, das kommt aus ihrer Menschennatur und ihren unterschiedlichen Anlagen. Das halten die gar nicht für Rassismus. Diese Rechtfertigung der rechtsstaatlich einwandfreien Sortierung, sondern die halten für Rassismus nur die staatlich verbotene Sortierung nach Rasse oder Religion. Dass man über einen anderen schlecht denkt, weil er andere Hautfarbe hat oder mit einem Kopftuch rumrennt, das meinen sie sei Rassismus. Aber an dem Satz, die Menschen haben verschiedene Anlagen, deswegen gibt es Fabrikbesitzer und Hartz-IV-Empfänger. Den halten sie einfach für unerheblich. Deswegen werden diese Menschen ausgerechnet zum treuesten Verbündeten des Rechtsstaats. Der schreibt ja in sein eigenes Grundgesetz, die Menschen sind alle gleich. Das halten sie hoch. Der hat ja ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet und schreibt da rein, ja, wegen seiner Hautfarbe darf man einem Menschen eine Wohnung nicht vorenthalten. Wenn er aber das Geld nicht hat für die Miete, kann man sie bei jeder Hautfarbe vorenthalten. Das ist das Grundsätzliche, das den Antirassismus auf ein Feld führt, wo sie das, was in der Demokratie an wirklicher Sortierung und an rassistischer Begründung der Sortierung stattfindet, gar nicht mehr in den Blick nehmen. Gleichbehandlung halten sie für eine so ehrenwerte Sache, an der sie nichts Diskriminierendes entdecken, dass sie nur Verstöße gegen die Gleichbehandlung inkriminieren. Und wenn sie einmal doch den Maßstab der Gleichbehandlung und die daraus folgende Sortierung angreifen, dann falsch. Der Initiativkreis Antirassismus Leipzig sagt, Menschen, denen keine Nützlichkeit zugeschrieben wird, werden als unnütz angesehen, gar als unwert. Dieser Mechanismus richtet sich gegen die vermeintlichen Verlierer, denen ihre eigene soziale Situation vorgeworfen wird, als seien sie im Grunde selber schuld. Was ist der Gedanke? Menschen, denen keine Nützlichkeit zugeschrieben wird, werden als unnütz angesehen oder gar als unwert. Es gibt solche Leute, die in dieser wirtschaftlichen Konkurrenz verloren haben. Die heißen dann am Ende der Fahnenstange bei uns Prekariat, Hartz-IVler. Und wenn sie die Stütze auch noch verlieren, sind sie die Obdachlosen. Was ist schlimm an dieser Lage? Objektiv würde ich sagen, dass diese Leute nichts wert sind, in dem Sinn, dass es keinen Unternehmer mehr im Land gibt, der für sie einen Lohn ausgibt. Er findet sie unbrauchbar. Die sind wertlos in dem Sinn, sie ziehen keinen Wert mehr auf sich, den jeder braucht, um zu leben. Ist das jetzt schlimm? Oder ist schlimm, dass sie als wertlos angesehen werden? Und diese Leute, die so argumentieren, entscheiden sich ganz eindeutig fürs Zweite. Die halten den materiellen Schaden, dass einer keinen Wert mehr auf sich zieht, also nichts verdient, deswegen ein Verlierer der Konkurrenz ist, das halten sie für das Unwesentliche. Die moralische Wirkung dagegen halten sie für das Wesentliche. Dass solchen Leuten nämlich auch noch hinterhergerufen wird, sie seien wertlos, nichts wert, verdienten keine Anerkennung. Diese Weichenstellung halte ich
für verkehrt, ja sogar ein bisschen schäbig. Weil der Standpunkt doch ungefähr der ist. Egal wie mies die Lage ist, in die einer versetzt wird, Anerkennung muss sich keiner nehmen lassen. Der Standpunkt, der stellt die ideelle Achtung vor einem Menschen höher als den materiellen Lohn, den man zum Leben braucht. Und zwar so hoch, dass im Namen der Gleichwertigkeit der Opfer sogar noch die Realität geleugnet wird. Wieso sagt er eigentlich die vermeintlichen Verlierer in seinem Zitat? Wieso sagt er zu Arbeitslosen, die irgendwann die Hartz-IV-Karriere antreten, vermeintliche Verlierer? Die sind die Verlierer. Und das spricht nicht gegen die Menschen, sondern das spricht gegen das System, das Menschen zu solchen Verlierern macht. Der aber leugnet die Realität und sagt, Verlierer sind sie eigentlich nicht, weil er denkt, würde man das zugeben, hätte man ihnen schon die Anerkennung entzogen, auf die ich scharf bin. Also lieber die Realität leugnen, als das System dafür zu kritisieren, dass es eine solche Realität herrichtet. Das ist nicht in Ordnung. Und dieser Gesichtspunkt, dass das Höchste ist und dass es einem zu tun ist, Anerkennung der Menschen, das muss der Gleichheitsgrundsatz sein, der bei uns gilt, sonst kreist Rassismus ein. Dieser Standpunkt, Anerkennung muss sein, in diesem Sinne Gleichheit bei allen, der führt zur Fahndung. Zur Fahndung in dem Sinn, dass diese Leute sich unaufhörlich fragen, wo deutet sich in der Gesellschaft bereits eine Respektsverweigerung an? Und weil auch die den Anfängen wehren wollen, taxieren sie das Benehmen und die Sprache ihrer Mitmenschen, um Verfehlungen im Vorfeld zu entdecken. Ich habe aus dem Zitat von der Daily Tribune vorgelesen und dort fällt das Wort Neger. Das ist zum Beispiel, hätte ich es ohne Zitat in den Mund genommen, eine heftige rassistische Beleidigung, obwohl der Duden Niger als lateinisch für schwarz übersetzt. Die Verirrungen, die dem Denken innewohnen, die will ich für einen Moment beleuchten, weil sie uns sehr empört entgegengehalten worden sind in einem Leserbrief von Schöner Leben Bounces, das ist irgendeine Mailadresse, und unterschrieben ist dieser Brief von einem gewissen Tope. Und wenn der Tope oder seine Gesinnungsgenossen da sind, dann mögen die sich mal meine Einwände anhören und sie haben ja Gelegenheit, wie alle anderen auch, ihre Gegenargumente vorzutragen. Der Leserbrief ist völlig empört. Eine Zuschrift in dem Sinn ist es nicht, eine E-Mail, die veröffentlicht wurde auf einer Plattform. Der ist völlig empört, weil er in der Ankündigung zu unserer Veranstaltung folgenden Satz gelesen hat. Es ist in einer Demokratie an der Tagesordnung, dass Obdachlose, Farbige oder Asylanten erschlagen werden. Das war jetzt zitiert aus unserer Ankündigung. Mir ist da die Luft weggeblieben. Ich musste den Satz dreimal lesen, bis mir klar geworden ist, dass das da wirklich so steht. Was empört? Es empört Farbige, das Wort Farbige, ist eine koloniale Bezeichnung, die Menschen rassisch einordnen will. Was empört noch? Das Wort Asylant wurde in den 90er Jahren erfunden, eine Beleidigung der Medien, der Zivilgesellschaft, der Politik und rechter und faschistischer Gruppen, gebraucht, um Hetze gegen Geflüchtete zu betreiben. Hier wurden Worte zu Brandsätzen und Morden. Und die Obdachlosen empören, aus einem anderen Grund, der erst später interessieren soll. Was ist jetzt so empörend? Fangen wir mal mit dem Asylanten an. Was ist empörend, wenn man das Wort Asylant benutzt? Behauptet wird ja, damit hat man im Wort Rassismus transportiert
und öffnet Mord und Totschlag Tür und Tor. Also unterhalten wir uns mal über Wort und Rassismus. Ist das Wort Asylant ein bösartiger Rassismus? Zunächst einmal, um die Sache nüchtern anzugehen. Asylant leitet sich her vom griechischen Asylon. Das ist das Unverletzliche. Meint eine Zuflucht für Leute, die geflüchtet sind und einen Schutzraum suchen. Das ist Asylon. Der Asylant ist also einer, der um ein Asylon nachsucht. Einer, der Zuflucht möchte. Das ist der harmlose Inhalt des Wortes in einer gar nicht so harmlosen Weltlage, wo es sehr viele Flüchtlinge gibt, die so einen Zufluchtsort brauchen. Aber das ist soeben nicht unser Thema. Dieses Wort für sich, Asylon oder Asylant, enthält überhaupt nichts von Verachtung, sondern benennt einen Tatbestand, mehr nicht. Kann das überhaupt ein Wort? Kann ein Wort Verachtung ausdrücken? Ja, ich würde sagen ja, aber das müsste sich dann am Inhalt des geschöpften Wortes zeigen. Würde ich beispielsweise sagen, wie es manche bösartige Zeitgenossen tun, Scheißasylant, dann hätte diese Erweiterung klargestellt, der so redet, verachtet die Menschen, über die er spricht, der mag sie nicht. Das Urteil, warum es so ist, wird nicht mitgeliefert. Jemand, der zu einem Sozialhilfeempfänger sagt, Sozialschmarotzer, der gibt auch mit diesem Wort bekannt, er hat da ein negatives Urteil über die im Kopf und das ist auch dem Wort absehbar. Aber Asylant für sich enthält mehr als die Benennung eines Tatbestandes gar nicht. Nun mag es auch noch das geben, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter auf den Tope zu, dass es Menschen im Land gibt, die es gar nicht mehr für nötig erachten, die Verachtung, die sie in Bezug auf einen Asylanten hegen, in eine Erweiterung des Substantivs zu packen, Scheißasylant, sondern die so sehr davon ausgehen, dass ihre ablehnende Haltung Gemeingut ist, dass sie nur sagen müssen, Asylant. Und schon denkt sich jeder, der meint das Pack da hinten, das wir forthaben wollen. Auch das mag es geben. Aber dann, liebe Leute vom Antirassismus, müsst ihr euch mal Folgendes klar machen. Den verachtenden Gedanken, den jemand mit diesem Wort ausdrücken will, Asylant, den schafft man nicht aus der Welt, indem man dem Gedanken das Wort klaut. So, als könnte man sagen, den Asylanten, den tun wir jetzt mal auf den Index, dann seht ihr aber alt aus mit eurer Verachtung, was? Dann sagt er, die scheiß Flüchtlinge. Man kann die Sprachbereinigung ohne Ende fortsetzen. Der Gedanke wird nicht durch die Tilgung eines Worts seiner Haltlosigkeit überführt. Das ist der Unsinn der ganzen linguistischen Konstruktion dieser Antirassisten. Farbige ist das zweite Verbrechen, das dem Text vorgeworfen wird. Dabei hatte ich, als ich das Wort benutzt habe, noch gedacht, bloß nicht Neger oder Schwarzer sagen. Farbig ist üblich. Nein, farbig steht jetzt auf dem Index der Antirassisten. Warum? Es wurde ja in dem Leserbrief gesagt, knüpft an eine kolonialistische Sortierung der Menschen. Das gab es einmal, ja. Die Hautfarbe war einmal Mittel der Sortierung nach Herr und Knecht. In den kolonialistischen Vorfahren des demokratischen Rechtsstaats. Da gab es wirklich Rassengesetze im Wortsinn. Apartheid in Südafrika habe ich zitiert. Aber das Mittel Hautfarbe und ihre Benennung ist nicht dasselbe wie der Grund der Sortierung. Für die Sortierung selber muss eine staatliche Herrschaft dort stehen, die sagt, ich nehme
mit der Benennung der Hautfarbe und der Scheidung der Menschen eine wirksame gesellschaftliche Sortierung vor, die die Leute zu unterschiedlichen Arten von Diensten zwingt, ihnen unterschiedliche Rechte zuweist. Das Wort Farbige, die Benennung eines Tatbestands, dass die Menschen einen unterschiedlichen Teint haben, hat mit dem Grund, der in der Herrschaft liegt, die Hautfarbe zum Mittel einer Sortierung zu machen, überhaupt nichts zu schaffen. Und wenn schon jemand meinen sollte, es gäbe in dieser Gesellschaft sowas wie ein machtvolles Interesse, das dazu aufgelegt ist, Menschen nach Hautfarbe neu auseinander zu sortieren und in unterschiedliche Klassen einzutopfen, dann müsste man hier sagen, dann muss man gegen so ein Interesse vorgehen, statt zu sagen, man darf keine Hautfarbe mehr beim Namen nennen. Denn mit der Sprachhygiene ist doch das machtvolle Interesse nicht aus der Welt geschafft, von dem die womöglich mutmaßen, dass es schlummert, auf der Lauer liegt, im Schoße der Demokratie noch fruchtbar ist. Die Obdachlosen, erwähne ich jetzt nur noch der Vollständigkeit halber, sind der letzte Punkt der Beschwerde. Das waren die drei Figuren aus der Einleitung. Farbige Asylanten und Obdachlose werden erschlagen, hat die Einleitung gesagt. Jetzt wird sich im letzten Punkt beschwert, dass Obdachlose überhaupt erwähnt werden. Warum? Von dem Mord an Obdachlosen im Zusammenhang mit Rassismus zu sprechen, finde ich falsch. Außer die Obdachlosen werden hier als schwarz gedacht. Ja, das sind befremdliche Gedanken, hinter die man erstmal steigen muss. Wie denkt denn der Mann? Obdachlose hierzulande passen nicht in sein Bild vom Schwarz-Weiß-Rassismus. Einen anderen kennt er ja nicht. Er denkt, Rassismus ist sowas wie der Nachhall der kolonialen Vergangenheit im Hier und Jetzt. Unterscheidung nach Hautfarben, die aber doch im Rechtsstaat der Gleichbehandlung nichts verloren hat. Nun trifft er auf Obdachlose, die in dieser Gesellschaft wie der letzte Dreck behandelt werden. Und stößt auf ein Problem mit seinem Rassismus. Obdachlose sind weiß, aber nicht dominant, gehören nicht zu irgendeiner Herrenklasse. Sie sind Opfer, die Obdachlosen. Es sind wirklich die Ausgespuckten. Aber sie sind doch nicht schwarz, sagt er selber. Wären sie schwarz, die Obdachlosen, dann könnte er verstehen, warum die mit einem rassistischen Urteil bedacht werden. Außer in seinem aus dem Kolonialismus übernommenen Bild einer Schwarz-Weiß-Sortierung, die dem Gleichheitsgrundsatz des modernen Rechtsstaats widerspricht, kennt er überhaupt keinen Rassismus, der Mann. Der weiß gar nicht, dass man mitten in der Demokratie sagt, einer, der unter der Brücke pennt, der hat in sich überhaupt keine Anlage zur Tüchtigkeit, die dieser Gesellschaft irgendeinen nützlichen Beitrag abwirft. Wenn der dennoch lebt, ist er ein Schmarotzer, der ist seiner ganzen Art nach, seiner ganzen Natur nach, ein Unnützer, ein Taugenichts, der bloß andere um ihren Nutzen bringt. Das ist das rassistische Urteil über einen Obdachlosen, das mit den Postulaten der Demokratie ernst macht. Was aus einem Menschen wird in dieser Gesellschaft, entscheidet sich an der Menschennatur. Da wird überhaupt nicht im demokratischen Prozedere schwarz und weiß bemüht. Aber anders kennt er Rassismus gar nicht und ist jetzt verwundert darüber, wie jemand weiß und dennoch Opfer sein kann. Wie jemand Opfer sein kann und dennoch nicht schwarz ist. Deswegen fängt er seinen ganzen Leserbrief auch mit einer Merkwürdigkeit an. Der sagt, um es gleich vorwegzuschicken, als müsste er sich jetzt entschuldigen, ich bin weiß und damit Teil der Dominanzgesellschaft. Ist er da, der Tope? Ich möchte ihn mal fragen, ob er... Schau mal, Tope. Kann man das denn wirklich aufrechterhalten, zu sagen,
einer, der weiß ist, gehört zu den dominanten Figuren in dieser Gesellschaft, die etwas zu sagen haben, die anderen Vorschriften machen können, die nicht auf die Vorschriften anderer hören müssen. Wenn ich mich umschaue in Deutschland, das sogenannte Prekariat, die Hartz-IVler, die 10 Millionen handgezählten Armen, die sind weiß. So viel Farbenblindheit, das kann ich mir nur aus einem Grund erklären. Man muss Marktwirtschaft, Rechtsstaat und die Gleichbehandlung für sowas Gutes halten, dass man überhaupt nur ein Vergehen dort ausfindig machen kann, wo man das Einsickern kolonialer Unsitten aus der Vergangenheit meint, hier vorzufinden. Und ich will auch noch was sagen zu dem Verlangen von Respekt. Ja? Diese ganze Bemühung, nur aufpassen, dass man anderen Leuten mit Verweis auf Hautfarbe oder Religion nicht die Anerkennung abspricht. Das zeugt ja davon, dass man das Aussprechen von Respekt und Anerkennung für etwas Ehrenwertes hält. Jetzt möchte ich fragen, ist es denn überhaupt in Ordnung zu sagen, Leute, die schwarz sind, soll man nicht verachten, sondern verehren? Nicht, dass ich jetzt für Verachten plädiere, aber warum soll ich für Verehren plädieren? Obama ist ein Schwarzer, ein Farbiger, ist er deswegen gut? Der Vorstandschef der Deutschen Bank ist ein dunkelhäutiger Inder. Ich weiß nicht, wie viel tausend Rentner der mit seinen Papieren reingeritten hat. Ist er bloß deswegen, weil er eine dunkle Hautfarbe hat, gut? Ich finde das Verlangen nach Respekt mit Verweis auf Hautfarbe oder Ethnie oder Religion vollständig daneben, weil das Einzige, was mich in Bezug auf einen anderen Menschen dazu bewegt, zu sagen, du bist ein ordentlicher Kerl, ist das, was er denkt und das, was er tut. Die Hautfarbe ist das Allerletzte, das dafür einen guten Grund hergibt. Für die kann er nicht mal was, wenn er nicht im Bräunungsstudio war. Auch zu der Leistung, die man sich von sowas erhofft. Ja, was ist denn so gut daran, wenn man denkt, ja, die Leute sollen sich Respekt bezeugen, Anerkennung zollen. Ja, vermutlich ist der Gedanke im Spiel, da wo man sich Anerkennung zollt und respektvoll miteinander umgeht, da bleiben die größten Übergriffe und Schandtaten aus. Stimmt es überhaupt? In dieser Gesellschaft wird Respekt allenthalben geübt. Ein Arbeitgeber und ein Angestellter, ein Vermieter und ein Mieter verkehren höflich und per Sie. Das schützt keinen Menschen vor einer Entlassung im Betrieb, das schützt keinen Mieter vor einer Kündigung seiner Wohnung. Es wird respektvoll miteinander umgegangen, aber die Beschädigungen der Menschen, die sie sich in dieser marktwirtschaftlichen Konkurrenz wechselseitig antun, die bleiben überhaupt nicht aus. Überhaupt ist die Idee vom Respekt, der das Schlimmste verhindern möge, weitere Übergriffigkeit, die ist schon in sich sehr verräterisch. Denn man denkt ja in dieser Figur den Respekt wie einen Schutzwall, wie einen Damm gegen materielle Schädigungen und Übergriffe. Und wenn dieser Damm erst bricht, so wird gedacht, dann folgt Schlimmeres. Bloß, in diesen Gedanken sind ja offenbar giftige Interessen unterstellt, die dem anderen an den Kragen gehen, die gestoppt werden müssen. Bloß, wenn es diese giftigen Interessen gibt, dann spricht es doch nicht für das Stoppschild und für den Dammbau, sondern gegen die Interessen. Das Schädliche, das es in dieser Gesellschaft wirklich zu beobachten gibt, das liegt nicht in der Missachtung respektvoller Formen des Umgangs, sondern das liegt im Inhalt gegensätzlicher Interessen. Das sind die Geldrechnungen, die Mieter und Vermieter entzweien, die Angestellte oder Arbeitnehmer und Unternehmer entzweien. Und die tragen sie in aller Regel völlig höflich in den Formen des Sie in der Anrede aus. Und deswegen eine letzte Bemerkung. Nicht nur,
dass Respekt nichts nutzt zur Abwendung von Schäden. Der Respekt in dieser Gesellschaft und die gegeneinander gerichteten Interessen, die hängen genau umgekehrt zusammen. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, mangelnder Respekt wächst sich am Ende zu Interessensgegensätzen aus. Es ist umgekehrt. Die Interessensgegensätze in dieser Gesellschaft machen den Respekt nötig. Und zwar aus folgendem Grund. Gegensätzliche Interessen, die eines Arbeitnehmers, der möglichst viel Lohn verdienen will, die eines Arbeitgebers, der möglichst wenig Lohn zahlen will, weil er den Gewinn einfahren möchte. Gegensätzliche Interessen in dieser Gesellschaft müssen kooperieren, also sich einigen. Gegen den Willen des anderen geht nichts. Kein Arbeitgeber darf irgendeinen Arbeitnehmer in die Fabrik prügeln. Er muss einen Vertrag mit ihm machen. Er braucht die Einwilligung des anderen, der die Konditionen unterschreibt, zu denen er antritt. Die Zeit wie das Geld wird vereinbart. Interessensgegensätze müssen kooperieren. Die Einwilligung beider Seiten ist verlangt, also ein Vertrag. Mit der Einwilligung geht dann sehr viel. Sogar die Ruinierung von Interessen. Mit der Einwilligung in einem Arbeitsvertrag kann man den Leuten für ein paar Cent ein Stück Gehör abkaufen. Das heißt bei der Gewerkschaft Lärmzulage. Oder man kann ihnen die Lunge verpesten. Da kriegt ein Lackierer in der Autofabrik eine Schmutzzulage. Mit Zustimmung vertraglicher Art geht viel Beschädigung anderer Interessen. Insofern ist der Respekt voreinander, die Anerkennung des Willens des anderen. Hier unterschreibe ich, anerkenne das, zwingen kann ich dich zu nichts. Der Respekt der Personen voreinander ist die notwendige formelle Gemeinsamkeit, die es braucht, um die gegensätzlichen Inhalte ihrer Interessen aneinander und gegeneinander auszutragen. Insofern ist Respekt nicht nur nutzlos, sondern die höfliche Etikette, das ist die quasi sittliche Begleiterscheinung des rechtlichen Vertragswesens, mit dem die Interessen unterwegs sind und die einen zum Mittel des anderen machen.